Hallo zusammen, wir machen heute ein Seepferdchen. Seepferdchen ist an und für sich relativ einfach, offenen Grill, Basics. Wir arbeiten hier mit 10 oder 12 mm klar. Dann braucht es hier noch ein Punti. Ich habe jetzt hier Blue Double Amber. Ich habe hier Paparazzi. Ich habe hier Stewool. Und ich habe natürlich hier einen Augenmorini, den ich vorher vorbereitet habe. Den Augenmorini kann man eigentlich gut vorher ansetzen, damit man den parat hat, wenn man ihn braucht. Dann nehme ich jetzt hier 3 mm Klarglas und hole mir hier meinen Augenmorini. Und den Augenmorini hinten noch spitz ausziehen. So, ungefähr so lang. Dann legen wir den auf die Seite. Dann präparieren wir hier unser Klarglas. Stäbchen, also für die Begriffe ist das schon ein Stab. Wir haben hier gute 12 mm. Ich benutze jetzt hier Blue Double Amber. Normalerweise gebe ich gern weiß drunter oder irgendeine Cremefarbe wie Butterscotch etc., aber ich entscheide mich jetzt hier mal für eine Transparent-Variante. Wir machen also gut 8-9 cm mit unseren Farbstreifen und lassen zwischen den Farbstreifen jeweils 1-2 mm Platz. Die Dots hier zwischendurch wieder anschmelzen oder gleich flach drücken. Die sprengen euch sonst hier den Glasstab. Nach unten hin könnt ihr dünner werden mit der Farbe, aber oben habe ich hier wirklich gut Reserve. Hier oben ist das Köpfchen. Jetzt habe ich hier Streifen gezogen und gehe jetzt mit einer Kontrastfarbe zwischen rein. In dem Fall nehme ich jetzt hier mal das Stewool. Stewool ist von Nordstar und ist ein Grau-Metallic. Ist eigentlich sehr cremig. Dann gehe ich hier zwischen die Streifen. Blau, Double Amber. Und setzt praktisch einen Kontrast. Dann nehmen wir uns hier einen Punti, setzen den hier an der angeschmelzten Stelle hier an
vorher ein bisschen homogen. Dann gehen wir wieder auf die andere Seite und schmelzen erst hier die unschönen Punkte hier flach bzw. homogen, da kann man auch ein bisschen nachhelfen. Und dann verdrehen wir das Ganze schon mal. Also wir entscheiden uns, oder ich entscheide mich jetzt hier für eine Twister-Körpervariante. Das, was ich jetzt habe, gibt das Schwänzlein. Da kann man jetzt hier beim Körper, kann man dagegen drehen. Gibt dann einfach noch einen zusätzlichen Akzent. Das sieht man jetzt hier gut in der Glut, hier ist der Körper. So, und wir machen einen zweidimensionalen Körper, das heißt, wir dekorieren den nicht links und rechts, sondern wir dekorieren den nur auf einer Seite. Das gibt den Hals und das Köpfchen. Da kann man hier auf der Stelle schon mal wieder dagegen drehen. Und die Streifenübergänge schön raus tempern. Auch schon mal ein bisschen ziehen. Und dann mache ich hier die Kurve und da ist mein Köpfchen. Das Köpfchen schmelzt sich jetzt hier noch ein bisschen homogen, dass es so in sich selber ein bisschen zusammenfällt und gleichzeitig etwas mehr Farbe und Masse konzentriert. So. Hier tue ich noch ein paar Fritten drauf. Die Fritten, das war jetzt Blues Blues, ein bisschen Türkis, einfach ein bisschen Farbakzent. Und natürlich auch hier auf einer Seite etwas flach. So. Dann gehe ich hier noch mal auf den Körper, heiz den aber nur von einer Seite unten, der flachen Seite. Und drücke dann den Körper noch ein bisschen mehr flach. Wirklich flach wird er nur auf der Seite. So, und dann kriegt er hier eine kleine Kurve. Dann setze ich die Kopfdetails. Bei den Kopfdetails ziehe ich zuerst den Kiefer und den Mundkanal, heize auch nur diese Stelle und setze ich oben an. Stoßen, ziehen und dann gehe ich langsam nach vorne raus. Warte einen kurzen Moment und dann schmelze ich hier vorne ab. Ja, sieht jetzt eher aus wie ein kleines Füllchen, aber das kommt ja noch. Dann gehe ich wieder auf den Hals.
und gehe mit den Proportionen hinterher. Das heißt, ich halte sie hier am Hals und ziehe dann hier mit der Pinzette am etwas kälteren Köpfchen das Ganze nach hinten und gleichzeitig wieder ein bisschen nach vorne. Ich setze jetzt das Auge. Jetzt kann man hier noch einen kleinen Akzent setzen, wenn man erst nur eine Kontrastfarbe nimmt. In dem Fall habe ich hier Butterscotch. Und das Auge sitzt ja ziemlich nah beim Schnabel. Dann gehe ich hier mit einem Dot drauf. Nicht zu viel. Es braucht nur ein bisschen Gegenfarbe. Und den natürlich flach drücken. Auch das Köpfchen an der Stelle ein bisschen flach nach oben ausdrücken. Also er kriegt dann praktisch die Kieferplatte, wo das Auge drin sitzt. Dann halte ich nachdem ich kurz gewartet habe, wieder diese Augenpartie und mein Augenmobil ganz wenig an der Spitze. Und hier muss ich ein bisschen warten, bis die Hitze ins Glas hineingewandert ist. Das heißt, ich heize von vorne, drehe dann das Ganze, damit die Hitze nach oben steigen kann. Und wenn ich dann genug Hitze habe, das sehe ich am Glühgrad, das wäre jetzt der Fall. Es wird langsam orange-gelb glühend. Und dann drücke ich mein Auge hier in diese Kontrastfarbe hinein, stoße und ziehe. Und dann kann ich hier abschmelzen, seitlich. Das überschüssige Klarglas weg. Oder je nach Geschmack kann man auch ein Kügelchen stehen lassen. Ich drücke das jetzt eher flach. Und jetzt kommt das Ohr, also der Ohrakzent. Ich nehme hier wieder Blue Double Amber. Das Öhrchen ist direkt hinterm Auge, ungefähr auf Augenbrauenhöhe. Dann setze ich einen Dot. Bisschen größer. Nach hinten, heizt den dort auf und drückt den von hier ein bisschen Richtung Kopf, dass er hier flach wird. Dann habe ich hier so ein schönes Tool, Zahnarzttool zum Blompen ausfüllen. Dann heize ich hier die Ohrmuschel und gehe mit diesem runden, mit dieser runden Punze hier am Ansatz hinein und drücke diese Punze hier im Ansatz und dann habe ich hier eine Rundung und so lasse ich jetzt das Öhrchen mal stehen. Dann gebe ich dem jetzt hier noch eine kleine Trompete, ist über dem Ohr, auch wieder einen großzügigen Dot, gut anschmelzen von allen Seiten und dann ziehe ich den ein bisschen nach hinten weg. Und schmelzt ungefähr hier ab. Mit gute 2 cm. So, jetzt sieht das so aus. Jetzt kriegt er den nächsten Akzent. Der nächste Akzent ist hinterm Ohr. Etwas mehr und etwas großzügiger, etwas breitflächiger. Auch wieder hier wichtig, gut anheizen. Kontrolliert in der Flamme. Und da hilft euch zwischendurch, wenn ihr den etwas dickeren Teil zwischendurch wieder flach drückt, bevor ihr dann nochmal drauf geht und nochmal anschmelzt. So. Zwischendurch auch mal wieder das Köpfchen kontrollieren. Schnauze, Auge, Ohr, Horn. Hinterer Nackenflügel. Dann kommen die nächsten Akzente.
ich nehme jetzt hier ein Horn. Ich tue nur simulieren, ich setze hier nur einen Dot an. Ich ziehe den langsam nach oben weg, dass ich jetzt schon weiß, das gibt ebenfalls ein Horn. Dann bekommt er hier ebenfalls wieder mit Blau den Seitenflügel, auch wieder etwas breiter verteilen. Gleicher Vorgang wie vorhin, schön durchschmelzen, gut mit der Oberhaut verbinden, zwischendurch mal mit der Pinzette bestätigen, dass er wieder flach wird. Und ihr wisst ja, liebe Glasfreunde, Geschmäcker sind verschieden. Wir können den jetzt schon ein bisschen spitz ziehen. Jetzt kommt die Rückenflosse, die nehme ich dieses Mal mit dem Paparazzi, das ich vorhin benutzt habe. Dieses Klima-Grün-Braun. Und mit dem mache ich mir jetzt eine sehr großzügige Rückenflosse. Achtung, aufsetzen, runterfahren, drüberfahren, drüberfahren, drüberfahren und stehen lassen. Nach unten fallen lassen, Hitze an die Kante. Dann von der anderen Seite. Gut Hitze drauf, muss gut verbunden sein, andere Seite wieder wechseln und dann drücke ich hier mal die Konturen flach am Körper. So, und dann habe ich hier eine Parallellinienzange, schönes Tool. Ich habe meine Flossen früher immer mit einer Blätterzange gemacht und war nie zufrieden, und mit dem kann man es eigentlich nicht besser machen. Gut anheizen, in den Körper hineindrücken und langsam zu viel Druck und schon habe ich die Rückenflosse. Dann heize ich die Seitenflosse und biegt die Seitenflosse hier nach hinten. Ja. Zwischendurch mal wieder kontrollieren, wo euer Körper steht. Aufwärme nicht vergessen. So. Bevor ich jetzt den Schwanz mache, der ja nach hinten rollt und dann nach vorne zugeht, praktisch gegensätzlich zum Kopfschwung, gehe ich jetzt erst hier auf mein Köpflein, heiz hier unterm Hals, hier, und dann gehe ich hier mit meinem Graphitriemer hier unten rein und mache den hier etwas runder. So. Dann kriegt er praktisch wie so den Kopfansatz. Weil da kommt nachher meine Aufhängung hin. So. Dann kümmere ich mich um das Horn. Ziehe ich jetzt noch ein bisschen nach hin. Zwick das hier ab. So. Dann gehe ich auf die Kopfflosse. Und hier, auch da sind die Geschmäcker verschieden. Den gebe ich jetzt ebenfalls mit dieser Parallelzange einen Akzent. Und das Öhrchen werde ich hier nochmal nachbearbeiten.
So. Und jetzt heize ich wieder den Hals unterhalb von der Kopfflosse, gehe hier unter das Köpfchen, ziehe nochmal nach hinten und dann ziehe ich das Ganze nach vorne und schließe den Kopf möglichst nahe an den Körper, dass es hier diese Kurve gibt. Dann haben wir hier unser zweites Hörnchen. Das ziehen wir auch ein bisschen spitz. Nicht zu spitz, weil die Spitzen brechen ja dann auch gerne. Dann kontrollieren wir wieder unsere Flucht. Stimmt der Kopf zum Körper? Dann nochmal das Hörnchen hier oben am Kopf. So, und das ein bisschen runterbiegen, dass es nirgends hängen bleibt. Jetzt heize ich diese ganze obere Partie noch ein bisschen an. Einmal durchflashen, ja, im hinteren Teil der Flamme. Einmal durchglühen, möglichst nur von hinten, dass ihr vorne die Optik nicht zerstört. Und dann die Hitze nach oben steigen lassen. Ein bisschen kontrollieren. Jetzt sieht das Seepferdchen momentan so aus. Geht also relativ schnell. Ist eine gute Übung für Off-Mandrell. Techniken, Hitzekontrolle, bisschen Forming. Das geht relativ easy mit so einem Seepferdchen, weil jedes Seepferdchen kann man ja wieder anders machen. So, jetzt habe ich den oberen Teil fertig und jetzt heize ich nochmal die Halspartie und ziehe hier den Kopf noch ein bisschen mehr nach unten. Dann habe ich hier einen spitzen Tungstenstab oder Tungsten. Es gibt kein deutsches Wort für Tungsten, ja, Tungsten. So, und dann heizt sich das Mäulchen, die Spitze, und dann kriegt er hier diesen typischen Schlauchmund. Ganz fein, nicht zu übertrieben. Und dann habe ich jetzt hier die obere Partie komplett fertig. Auch wieder mehr von hinten heizen. Dann setze ich einen Punti, wie ihr mögt, an eine Stelle, die ich nachher noch reparieren kann, nicht zu viel rumdoktern, schön spitz. Ich nehme meistens die Kopfflosse, weil die ich am Ende nachher noch schön Feuer polieren kann. Und jetzt gehe ich hier nach hinten auf dieses Stückchen verdrehtes Glas und das gibt mein Schwänzchen. Und im Prinzip ist es wie einen Twister ziehen. Ich bleibe jetzt hier mit der Hitze hinter der Rückenflosse, lasse die Hitze nach oben steigen, ja, bisschen mehr Übergang, ziehe das Ganze schon mal nach hinten und dann die Spitze. Kurz warten, umdrehen, vielleicht ein bisschen korrigieren. Das ist mit zu wenig Ansatz. So, jetzt stimmt's. Dann schmelze ich hier hinten ab. Kleiner Tipp am Anfang, macht das Schwänzlein vielleicht nicht ganz so lang. So, also ihr müsst keine
20 Umdrehungen machen, sondern eigentlich reicht eine. So, und jetzt halte ich das Ganze gerade in die Flamme und lasse dieses Schwänzlein mit der Hitze in der Flucht einfach mal sich selbst begradigen. Und dabei kann er hier noch ein bisschen nach hinten fallen. Dann warte ich einen kurzen Moment. Ein bisschen ausgleichen. So, und jetzt habe ich hier diese schöne S-Kurve. Und jetzt geht es praktisch darum, dieses Schwänzlein einzurollen. Das geht ganz einfach. Ein Drittel anheizen, umkehren, mit der Pinzette ein bisschen nachhelfen und die Kurve ziehen. Nächstes Drittel. Den kalten Teil fassen, stoßen, ziehen, stoßen, ziehen. Nächstes Drittel. Wieder den kalten Teil fassen, stoßen, ziehen, stoßen, ziehen, stoßen, ziehen. Und fertig ist der Seepferdchen-Schwanzbogen. Nennen wir den jetzt mal so. So, dann halte ich hier nochmal an und gehe hier bei der Spitze nochmal ein bisschen hinterher. Damit es nicht abfällt, beziehungsweise irgendwann er anschlägt, dann kommt dieser Teil hier, dieser Teil, den drücke ich dann gegen diesen Körper. So. Und jetzt haben wir eigentlich das fertige Seepferdchen. Jetzt kontrollieren wir nochmal mit etwas mehr Unterhitze hier im Körper den Schwanzteil, dass er etwas mehr gerade steht hier. Und last but not least kriegt ihr noch hier als Abschluss ein kleines Hörnchen. Vergesst euren vorderen Teil nicht. Zwischendurch wieder von hinten anzuheizen, sonst bricht euch der Pulti. Dann geben wir ihm hier nochmal ein Hörnchen. Machen wir ein bisschen länger. So. Und fertig ist das Seepferdchen. Schöne Musterung. Ja, das sieht super toll aus, wenn es aus dem Ofen kommt. Dann gebe ich ihm jetzt hier einen allerletzten Flash von unten. So, und die Perfektionisten von euch können jetzt nochmal die Form kontrollieren. Und der allerletzte Schritt, hier ein bisschen Hitze auf den Hals. Und dann drücke ich einfach hier mit der Pinzette den Körper und den Kopf noch ein bisschen mehr zusammen, dass die Schnauze fast am Körper steht, einen Millimeter Platz. Und hier ist mein Loop. Da ist der Loop. Hier ist die Aufhängung. So. Nach vielen etlichen Erfahrungswerten und Designvariationen habe ich mich für diesen Loop entschieden. Man könnte jetzt natürlich hier noch den Loop da oben reinsetzen. Ich mag es eben, wenn es eher puristisch bleibt. Und so sieht das Seepferdchen auch wesentlich natürlicher und trotzdem verspielter aus. Pinzette anheizen. Pulpi abschlagen. Feuer polieren und da ist unser Seepferdchen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.